Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Duftfreunde. Ja, es wird mal wieder düftelig und gefühlt, ja, war es die letzten Wochen ja des Öfteren hier ein bisschen düftelig auf meinem Kanal. Was ich aber ganz schön finde, weil ich glaube, dass man tatsächlich im Herbst, Winter definitiv ein wenig mehr Kerzen anhat oder ja auch Duftkerzen benutzt, als man es vielleicht im heißen Sommer macht. Ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt, könnt ihr mir ja gern mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mal wieder ein Teil des düfteligen Wanderpakets von der lieben Anka. Es ist die vierte Staffel. Wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, ich war auch schon ein oder zweimal auf jeden Fall dabei. Ich glaube einmal oder vielleicht sogar zweimal. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher. Und ja, bei der lieben Anka könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr mitmachen wollt. Ihr müsst kein YouTuber oder Instagrammer sein. Ihr könnt auch einfach nur Zuschauer sozusagen sein. Und wenn ihr Lust habt, einfach mal ein paar Düfte auszuprobieren, was zu tauschen. Vielleicht habt ihr auch Düfte zu Hause, die euch einfach warm geschnuppert, dann nicht gefallen haben und sagt, ich hätte hier auf jeden Fall auch was zum Zurücktauschen, dann meldet euch gerne bei Anka. Ich packe ihren Kanal unten in die Infobox, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, wir starten mit dem kleinen Notizbüchlein, in dem ja Anka immer die Regeln reinschreibt, also dass es in der Regel schon eine Art 1:1-Tausch ist. Und es gibt verschiedene Kategorien. Ich glaube, es gibt genau angebrochene Düfte, es gibt unangebrochene Düfte, es gibt einzelne Melts und Wachscrumbs und auch Gläser sind diesmal mit dabei. Da bin ich ja sehr gespannt. Und ja, Staffel 4 wird auch von Anka schon betitelt, was alles drin ist. Denn sie hat den Start gemacht und ich bin super neugierig auf was hier drin ist. Ich habe die letzten Wochen auch wirklich gesammelt, was mir nicht so gefallen hat. Ich habe auch ein paar Gläser zur Seite gelegt. Mal gucken, wie wir die vielleicht so vertauschen. Es ist ein riesengroßes Paket und ich weiß gar nicht, vielleicht fangen wir mal mit dieser coolen Tüte an von Bilou. Mal schauen, was sich hier drin verbirgt. Ach, das ist die Goodie Bag. Na gut, die machen wir, denke ich, einfach am Ende. Ich glaube, wir fangen erst mit den Kerzen an, denn ja, ich bin da immer super neugierig. Ja, Anka packt das immer in einzelne Kartons, sodass das auch immer gut sortiert ist, auch nichts irgendwie unnötig kaputt gehen kann. Auch die Gläser, wie ich sehe, sind gut verpackt. Und das sind jetzt die einzelnen Melts, wo man sich pro Beutel nur ein Melt rausnehmen soll und dann eben auch 1:1 getauscht wird. Ich muss das so ein bisschen sortiert neben mich hinlegen, damit ich das am Ende alles wieder zuordnen kann. Und wir werden natürlich an jedem jetzt mal so ein bisschen schnuppern. Manche Düfte werde ich bestimmt schon kennen, andere kommen auf den Vielleichtstapel und ja, da gucken wir dann einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am cleversten anstelle. Ist immer das Problem, wenn man irgendwie so eine ganze Box voll Duft hat. Ich glaube, ich kippe die jetzt einfach mal aus. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Dann kann ich nämlich sagen, was weg kann und was auf dem Vielleichtstapel kommt. Hier haben wir einen Lavender Cake Pops, der im Januar 2022 gegossen wurde. Ha, ich bin leider nicht so der größte Lavendel-Fan. Ja, und nein, das ist definitiv nichts. Der darf weiterziehen. Von Goose Creek, glaube ich, Sweet Thai. Den kenne ich tatsächlich, den mag ich nicht. Der ist mir zu frisch. Ich bin nicht der größte frische Fan und den kenne ich schon. Dann, ja, von Wohlfühlmomente der Laguna Breeze war der Duft von Zwischen 1000 Zeilen, wo auch ich einen Duft dabei hatte. Ich mochte den sehr gerne. Ich habe da aber, glaube ich, sogar noch einen Rest, weil ich hatte von allen Düften aus dieser ja, Zusammenarbeit mit Wohlfühlmomente, ich glaube, immer zwei. Von meinem eigenen hatte ich, glaube ich, fünf und von zweien oder dreien hatte ich sogar drei oder sogar vier da. Also ich habe mich da sehr bevorratet, dementsprechend brauche ich da nichts mehr. Goose Creek, Brown Sugar, Kuros, das ist doch was zu essen, oder? Ja, riecht auf jeden Fall gut. Schon sehr dekadent. Ich würde den mal auf den Vielleichtstapel packen, weil ich bin ja so ein Foodie. Ah, sehr schön. Müsste das nicht auch Goose Creek sein? Also das ist so ein Wachscrumb. Und das ist aus dieser Magic Edition, wo auch einer meiner liebsten Düfte ist. Das ist der mit dem Drachen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich den Wizard Olds, kannte ich den? Ja, der riecht aber sehr rauchig. Also ich glaube, ich hatte den damals im Zuge von meinem Drachenduft auch mit dabei im Wachscrumb, bevor ich mir das Glas gekauft habe. Und mir persönlich ist der leider zu rauchig gewesen, deswegen habe ich mir den nicht im Glas geholt. Dann BBW, Bath and Body Works, Ice Cream Shop. Das könnt ihr natürlich. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also ich finde, man riecht irgendwie nur Waffel.
Aber gut, ja, ist irgendwie nicht so meins. Habe ich mir irgendwie süßer und schokoladiger oder eisiger vorgestellt. Chestnut Hill Toasted Pumpkin Seed. Ja, Pumpkin-Düfte sind ja oft zu viel an Gewürz. Ja, der leider auch. Also bei mir klappen nicht alle Pumpkin-Düfte. Ich mag das ganz gerne. Aber es muss tatsächlich schon ein bisschen gezielter sein. Also, na, ich bin da schon sehr, ja. Dann von Goose Creek Orange Berry Slush. Auch da würde ich jetzt was Sommerliches, Frisches erwarten. Ja, der ist nicht schlecht. Der gefällt mir auf jeden Fall gut. Den finde ich auf jeden Fall gut. Ja, den nehme ich mal auch vielleicht. Dann ein blaues Melt. Goose Creek Sunlight Shores. Ja, das könnte ein bisschen aquatischer werden, ne? Ach, der gefällt mir nicht. Nee, der gefällt mir nicht. Ach, nee. Goose Creek Oud? O-U-D? Oud? Was könnte das bedeuten? Der hat irgendwas? Der hat was Gutes. Aber, ist da Moschus drin, Amber? Da kommt hinten nach irgendwas. Ach, gefällt mir nicht. Nee, irgendwie, ja. Dann Goose Creek Strawberry Jam. Ja, ich finde mit Erdbeermarmelade. Oh, jetzt habe ich das Tütchen kaputt gemacht. Mit Erdbeermarmelade. Ah, der ist gut. Also den behalte ich. Ist gut, dass das Tütchen zerrissen ist. Ja, den finde ich gut. Erdbeermarmelade, da kann man gefühlt nicht so viel falsch machen. Dann Kitchen Spice Chestnut Hill. Den kenne ich, an den habe ich schon geschnuppert. Den mochte ich leider nicht. Der war mir zu Maggi-mäßig. Oh, Yankee Candle, Baby Powder. Oh, ist überhaupt nicht mein Duft. Also, wie gesagt, ich habe es nicht so mit frischen Düften und dementsprechend, ja. Dann von Römer Kreation, Handmade in Ida Oberstein, Toasted Marshmallow. Ich habe ja letztens erst einen Toasted Marshmallow gehabt. Der riecht aber besser. Ja, der riecht tatsächlich nach Marshmallow. Der darf auch mal auf die vielleicht Stapel. Ach, mit Marshmallow und Kokos kriegt man mich eigentlich immer. Dann Autumn Glow. Das ist so ein Stückchen. Das müsste, glaube ich, Yankee einfach sein, so von der Form. Ja, der gefällt mir. Der hat nur ein bisschen was Parfümiges. Und das ist dann das, was mir halt oft dann nicht mehr bei Düften so gut gefällt. Ach Gott, das nimmt ja gar kein Ende. Von Bridgewater Wind Down. Der kommt mir bekannt vor. Da hatte ich, glaube ich, mal eine Votivkerze. Fand ich nicht so gut. Yankee Candle Christmas Cookie. Ich mag den ganz gerne. Ich habe aber, glaube ich, tatsächlich auch noch 1,5 Tarts hier. Ja. Aber der ist eigentlich schon richtig gut. Und hätte ich nicht selbst meine Tarts hier, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Dann Papa's Pumpkin Pie von Cheerful Candle. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, da ist der Kürbis oder das Gewürz nicht ganz so vordringlich. Man riecht auch ein bisschen den Teig. Aber ja, Pumpkin-Düfte, das finde ich immer schwierig. Dann Pink Lemonade. Pink Lemonade von Goose Creek wahrscheinlich. GC. Und ich bilde mir ein, den habe ich sogar hier. Habe ich den nicht sogar in einem Glas? Der riecht aber ganz anders. Aber theoretisch habe ich den, glaube ich, in einem Glas. Ja, den hatte, glaube ich, Anka einfach mal in der Duftlampe. Das wird so ein Wachscrumb gewesen sein. Cold Caramel Latte. Goose Creek. Ich glaube, um den bin ich auch schon mal rumgeschlichen. Ja, weil ich ja tatsächlich auch so diesen Latte Macchiato Duft mag. Oh, der riecht gut. Man muss natürlich bei dem Caramel immer aufpassen, dass er nicht Maggi-mäßig wird. Aber den finde ich erstmal gut. Der kommt auf jeden Fall mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann ist hier was ohne Beschreibung. Da müsste ich wahrscheinlich mal gucken, dann in die Beschreibung, in ihr Büchlein, was das so sein könnte. Ach, nee, ich glaube nicht. Das ist nämlich nicht mein Duft. Oh, der riecht aber... Oh, der zieht direkt bis nach oben. Der war mir zu parfümig. Kringle Candle Lava Cake. Und den kenne ich. Also den habe ich, glaube ich, auch hier. Lava Cake. Ja, und den mag ich auch sehr. Also es ist ein Duft, den ich sehr mag. Der hat wirklich diese schokoladige und so diesen warmen Moment. Den mag ich sehr gerne. Habe ich aber da. Dementsprechend brauche ich ihn nicht. Kringle Candle Midnight. Sagt mir nichts. Also der riecht, ich weiß nicht, wie Männer in den 90ern gerochen hat. Also es ist sehr herb. Es ist so ein typisches
sportliches Männerduschgel. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, das ist jetzt keine gute Beschreibung, aber genauso riecht das gefühlt, wie jeder Junge in der Schule irgendwie nach dem Sportunterricht gerochen hat. Das ist leider, also positiv natürlich gerochen hat, aber ist nicht meins. Und dann der letzte Goose Creek White Water Springs. Oh, haben wir wieder etwas Aquatisches mit dem Wasser? Ach ja, aber der ist nicht meins. Der hat irgendwas, hat der Gardenien? Ach, der gefällt mir nicht. Nee, leider nicht. Ja, ein bisschen was habe ich ja auf meinem Vielleicht-Stapel, also insgesamt 2, 4, 5. Ja, da werden wir dann auf jeden Fall mal gucken, welcher bleiben darf und ja, was ich dafür reinlege. Die nächste Box machen wir auf, ist auch so schön groß. Hier haben wir, befinden sich angebrochene Clamshells. Ja, also man darf die Mails einzeln entnehmen oder man darf die komplette Packung tauschen und dann darf eben überlegt werden, was man dann auch zurücklegt. Und ich glaube, das ist, ja, es ist fast ähnlich von der Größe. Ich kipp das einfach mal um. Ja, es ist echt Wahnsinn, was hier drin ist. Ja, ich glaube, die Marke kenne ich noch nicht. La Teda, sagt mir gar nichts. Denim and Diamonds, Cashmere Woods und Black Jasmin. Also mit der Jasmin könnte ich so meine Probleme haben, das war ein Fingernagel. Oh ja. Also tatsächlich ist das ein sehr spannender Duft. Aber es ist sehr jasminig. Es ist eine sehr dunkle Jasmin. Ja, aber es ist ein spannender Duft. Also man macht den auf und man hat schon das Gefühl, da sind ganz viele spannende Komponenten drin. Aber es ist zu viel Jasmin. Ja, ich meine, das ist ja auch gut, wenn man das weiß. Dann, also was einem nicht gefällt. Ne? Candle Warmers, Energize, hatte ich auch schon mal, hat mir nicht so gefallen. Dann von Scented Cubes Crossroads, da fällt was raus. Urban Spice, sagt mir nichts. Der riecht irgendwie, der riecht nicht gut. Der riecht irgendwie wie totes Holz. Was für eine Beschreibung, oh mein Gott. Es ist manchmal nicht so einfach. Ja, Goose Creek, es geht weiter mit Pumpkin. Man sieht, dass Anka hier ein bisschen thematisch im Herbst schon unterwegs ist. Und zwar Pumpkin Caramel Swirl. Nee, da ist mir zu wenig Kuchen und zu wenig Gewürz tatsächlich. Zu viel Gewürz. Und du, kannst du den Karton bitte aufhören anzuknabbern? Ach, Katzen und meine Nerven. So, was haben wir hier noch? Christmas Spice von Village Candle. Ja, und Village Candle hat ja immer sehr intensive Düfte. Och, das sind definitiv Nelken, oder? Och, nee. Nee, bei Nelken bin ich leider raus. Ja. Wenn man es weiß, wie gesagt, ist es ja immer okay. Dann noch einer von den Wohlfühl-Momenten, wobei ich mich gerade frage, warum der hier ist und nicht in dem anderen. Wahrscheinlich, weil es zwei Stückchen sind. Das ist der Joker von der lieben Paddy. Das war ja der, glaube ich, der nach Alkohol gerochen hat, also am Bourbon, wenn ich mich recht erinnere. Der auch super warm war, aber nicht das, was ich tatsächlich jeden Tag düfteln würde. Dann Chestnut Hill Coconut Kiss. Ja, ich meine, der Duft ruft ja förmlich, Steffi. Schauen wir mal. Ja, der ist schön. Ach, Coconut Kiss. Ja, es riecht wirklich so. Es riecht spritzig und wirklich wunderbar nach Kokosnuss. Und die Katze ist im Karton. Das machen wir mal raus. Der kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Der nächste Duft ist Village Candle Autumn Comfort. Ach, das riecht schön. Das riecht sehr angenehm, wie man es vom Village auch ein bisschen kennt, so ein bisschen unterschwellig, der Herbst nicht so drüber, aber der gefällt mir gut. Also den packe ich mal auf meinen Vielleicht-Stapel, hier kommt schon wieder die Katze. Oh, hier haben wir recht viel, Crossroads, Sandalwood und Amber. Sehr gespannt, ich bin nicht der größte Amber-Fan. Da muss ich sagen, das finde ich irgendwie interessant, hätte ich gar nicht gedacht. Sandelholz mag ich ganz gern, aber diese Ambernote kommt hier kalt nicht so raus. Ich glaube, ich muss mir da mal ein Melt stibitzen. Mal gucken, wie ich das mache, weil ich den wirklich spannend finde. Dann von Traumdüfte Mango Vanilla Smoothie, ist auch so ein Handwachs. Oh, der ist schön. Oh, der erinnert mich an Mango-Eis, was ich dieses Jahr, ich glaube, bei Bofrost entdeckt hatte. Ach, das ist toll. Ich glaube, der kommt auch mal auf den Vielleicht-Stapel. Ist natürlich eher ein was sommerlich angehauchteres, aber ja. Dann Eisflower Grüne Lotta. Sehr spannend. Das wird auch was selbst gegossenes sein. Nee. Ach, was ist
ist das? Ach, da riecht irgendwas ganz giftig. Nee, ach, nee, ich kann nicht sagen, was es ist. Ach, da riecht irgendwas Grünes. Also es riecht wirklich grün. Ich, nee. Nein, 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 das gefällt mir nicht. Ja, Woodbridge Black Diamond, dementsprechend auch ein schwarzes Wachs. Also der riecht tatsächlich ganz gut. Der hat auch so dieses sehr herbe, schwere, dekadente. Aber der ist mir zu, da ist hintergründig wahrscheinlich Moschus drin. Aber so riecht der gut. Er ist ein bisschen parfümig. Aber sonst wäre der schon gut, aber ich glaube, warm würde ich ihn nicht in irgendeinem Raum mögen. Dann Coastal Cypress, nicht zum Verzehr geeignet, von In The Mood Design. Hier auch doppelt eingepackt. Schauen wir mal, ob uns hier was entgegenkommt. Wird sicher Anka was dabei gedacht haben, dass sie so viel verpackt. Mein Kater findet den Karton super spannend. Weiß nicht, vielleicht riecht der auch Ankas Katzen. Nee, es gefällt mir leider nicht. Also es hat nichts von so einem Wald, wo ich das jetzt vielleicht erwartet hätte. Und ja, jetzt sind es natürlich Zypressen. Aber ja, leider nicht meins. Also, aber ja, wer grüne Düfte mag und ja, das auf jeden Fall. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Wald tatsächlich gewünscht oder so eine aquatische Note. Dann haben wir noch Bratapfel von Paloma. Der riecht irgendwie nach nichts. Ach, vielleicht rieche auch ich nichts mehr. Also der riecht irgendwie gefühlt nach nicht sehr viel. Und dann der vorletzte Duft, Goose Creek, Patchouli, irgendwas. Da weiß ich schon, das ist nichts für mich. Da muss ich nicht mal dran riechen, weil Patchouli ist gar nicht meins. Und dann habe ich noch einen Melonenduft von Own Candles. Und leider bin ich auch nicht der größte Melonenfan. Dementsprechend mache ich das auf jeden Fall mal zu. Habe aber hier auch 2, 4 Düfte im Vielleicht. Und ja, ich glaube, da können wir doch auf jeden Fall mitarbeiten. Dann der nächste Karton, bevor wir zu den Gläsern kommen. Ist übrigens ein sehr cooler Karton, wie ich finde. Der ist mal von der My Little Box, Tokyo Traveler. Sehr cool, finde ich cool. Und hier drin befinden sich unangebrochene Düfte und Tarts, Votive und Clamshells. Und dann eben auch als ganzes Stück auch nur weiterzugeben. Also da hat man im Grunde schon recht früh gemerkt, dass einem das nicht anspricht dementsprechend. So. Schauen wir mal. Summer Moon von Goose Creek. Ich glaube, den kenne ich. Ja, und das ist auch wieder so ein wunderbarer Duschgel-Duft gefühlt. Aber es gibt kein Zimmer, wo ich das anmache. Ich habe im Bad keine Duftlampe. Und ich finde sowas in einem Wohnzimmer oder im Büro oder in der Küche irgendwie unpassend. Aber so eigentlich ein schöner Duft würde mir tatsächlich gefallen. Dann Grandpa's Pipe. Pipe? Also wird wahrscheinlich die Pfeife sein. Von Crossroads. Ja. Ja, also es hat was Rauchiges. Ach, der gefällt. Ach, rauchig, Holz und vielleicht Vanille. Ach, das ist, nee, das ist gar nicht meins. Also manchmal verstehe ich, das dürfte weiter wandern. Country Morning von Cheerful Candle. Das sieht so wunderbar nach Kaffee aus. Mal gucken. Oh ja, der gefällt mir. Ja, der gefällt mir. Kaffee und so ein Hauch Sahne drüber. Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, mag aber Kaffeedüfte. Das ist, mag das auch, wenn jemand Kaffee frisch aufbrüht. Der landet mal auf vielleicht. Dann haben wir hier auch Scentsy's Düfte. Zumindest eine, zwei. Scentsy. Ich glaube, das ist mir gar nicht noch nicht so über den Weg gelaufen, so häufig. Und hier haben wir Aloe Water and Cucumber. Ist die Gurke, oder? Gurke? So kann man an dem gar nicht duften. Das ist nochmal so ein Schutz. Ach doch, ein bisschen. Oh. Nein. Oh, also ich finde ja Aloe Water, da gab es mal einen ganz tollen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den fand ich früher mal toll von Yankee Candle. Also bestimmt auch schon 10, 12 Jahre her. Aber mit Gurke, das, wie kommt man auf so eine Idee? Also, aber okay. Und dann Sunburst Bamboo ist so ein hellgrüner. Kann ich mir gar nichts vorstellen, weil wie könnte Bambu, wie riecht mein Bambus im Garten? Wobei, den finde ich schön. Den finde ich gar nicht schlecht. Ja, den finde ich tatsächlich gut. Der hat das schöne, grüne, wiesige.
weiß nicht, ob der wirklich Bambus so duftet, weil ich glaube, mein Bambus im Garten riecht nach nichts. Aber ich glaube, der landet mal auf dem Vielleicht-Stapel. Insofern ich überhaupt tatsächlich komplett ungebrauchte Tarts oder sowas da habe. Mal schauen. Dann Salted Caramel Popcorn. Ich bin ja ein Freund von Popcorn-Düften. Aber der riecht für mich nach Maggi. Ja, das ist echt das Problem, was man einfach oft bei Karamelldüften haben oder viele oft bei Karamell haben, dass es dann schnell nach Maggi riecht. Dann noch ein Scentsy, Welcome Little One. Das ist Moment by Moment Collection. Kann ich mir natürlich auch nichts vorstellen. Können wir so einen Kaschmirduft vorstellen? Aber ganz anders. Das ist ganz frisch. Ich hätte jetzt so einen warmen, pudrigen Duft erwartet. Der ist nicht schlecht, da ist auch irgendwas Blumiges drin. Aber ich wüsste nicht, wo ich den anmache. Also das muss man ja auch immer ganz klar sagen. Er ist nicht schlecht, aber ich habe mir was anderes vorgestellt. Mit einem Baby auf dem Arm hätte ich jetzt was Pudriges erwartet. Frisches, was Kaschmirmäßiges, irgendwie Wolle, Cotton, irgendwie sowas. Der auf jeden Fall weiter. Was haben wir hier? Spiced White Cocoa von Yankee Candle. Das ist ein ganz toller Duft, der wirklich, der einfach weiße Schokolade hat, der Schokostreusel hat, der Milch ruft, Kaffee ruft. Ich habe davon ein Glas hier, dementsprechend werde ich das Tart nicht mitnehmen. So viel kann man auch einfach nicht verbrauchen. Dann ein Scented Wax Melts von VM, von der Wachsmacherei. Steht jetzt aber auch, glaube ich, doch Sunday Mornings. Ah, okay. Aha, hätte ich mir auch ganz anders vorgestellt. Hätte ich auch Kaffee und Hörnchen erwartet. Der hat aber was sehr Frisches. Der gefällt mir gut. Hat auch was Obstiges, was Fruchtiges. Steht aber leider nicht drauf, was das hier irgendwie ist. Aber ich glaube, den kommt man in die Vielleicht-Liste. Dann von Yankee Fresh Cut Roses. Ich mag keine Rosendüfte außer Peony. Von daher darf der direkt weiter. Und hier nochmal von dieser Wachsmacherei WM Purple Twilight. Sieht natürlich toll gegossen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind auch so Stückchen drin. Da ist wieder irgendwas, irgendeine Blume, die mir nicht so gefällt. Ich bin ja nicht ganz so der Blumenfan, aber der darf weiter. Und dann White Linen and Lace von Yankee Candle Home Inspiration. Und der kommt mir bekannt vor, ich glaube. Ich rieche nicht mehr viel, aber ja, der kommt mir bekannt vor, den hatte ich, glaube ich, mal als Tarts von Home Inspiration. Ja, dann habe ich jetzt hier drei in der engeren Auswahl und packe das mal zur Seite. Oh, ich habe hier noch einen. Oh, mir ist einer durchgerutscht, entschuldigt. Und zwar von Woodwick. Ich glaube, von Woodwick hatte ich auch noch nichts. Black Amber and Citrus. Ich dachte auch, Woodwick hat gar keine Melts. Finde ich gerade super interessant. Ich kenne da immer nur die Knisterdochte. Oh, der Amber. Nee, da bin ich leider raus. Es bleibt bei 3 in vielleicht. Und jetzt haben wir Gläser. Da hat sie tatsächlich einiges rein. Ich glaube, 5 oder 6 Stück würde ich hier sehen. Ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen das Füllpapier wegpacken. Das hat sie auch richtig schön verpackt. Also super gemacht, liebe Anka. Dann gucken wir mal. Da lächelt mich ein W We Home an. Ich glaube, da habe ich auch 1 oder 2 Düfte von. Die gibt es oft bei TK Maxx. Tricks and Treats. Rich, Crisp and Spiced. Ja, also das ist der perfekte Herbstduft. Das sind wirklich auch diese Pumpkin-Düfte, die für mich funktionieren. Also wo man eben hier noch ein bisschen Popcorn drin hat, Gewürze drin hat. Der gefällt mir gut. Also ich glaube tatsächlich, den würde ich mal auf den vielleicht Stapel stellen. Den finde ich wirklich sehr angenehm. Dann aus der Home Inspiration Reihe, jetzt werde ich schwach, Raspberry Sunday. Ich glaube, an dem stand ich auch schon mal. Ja, der ist toll. Der hat auch diesen freudigen Moment, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Der gefällt mir auch sehr gut. Ich müsste nur mal gucken, ob ich den in klein nicht selbst hatte. Wir schauen mal, das kann ich gerade gar nicht sagen, ob ich das Glas habe oder nur das Melt mal hatte. Und dann aus dem Edeka, ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich Düfte haben. Okay, Fresh Cutten. Der hat für mich gar nichts frische Wäschemäßiges. Der riecht eher so, wie wenn die Wäsche schon 3 Tage feucht geworden ist in der Waschmaschine. Nee, der gefällt mir leider nicht.
Wo haben wir noch? Ah, hier drunter verbirgt sich noch was. Oh, Mighty Dragon. Und ich habe den in klein, den behalte ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich ein großes Glas habe oder zwei kleine Gläser dafür reinlege. Ach, den liebe ich. Ich liebe den Mighty Dragon, der ist von Village, ne? Den habe ich in klein hier im Game of Thrones Regal stehen. Der ist so schön. Ach, der, ich liebe den. Also da muss ich gar nicht lange überlegen. Der muss auf jeden Fall mit. Und dann habe ich noch irgendwas gesehen. Ah, hier ein bisschen tiefer verpackt hat die liebe Anka noch ein kleines Glas. Und zwar von Yankee Candle den Sweet Nothing. Und irgendwie sehen jetzt die Farben komisch aus, wahrscheinlich weil es ein bisschen heller geworden ist. Ja, und an den erinnere ich mich. War das nicht meine Frühjahrskollektion vor 3-4 Jahren? Ja, der roch wirklich so gefühlt nach nichts. Also der ist leider auch kein Kandidat für mich. Ich glaube, ich fand den auch damals schon nicht so toll. Aber auch super eingepackt. Also Anka, wirklich sehr toll gemacht. Hier ist alles heil angekommen. Und das ist ja gerade bei den Gläsern auch super wichtig. Ich meine, wenn so ein Melt irgendwie kaputt geht, ist das ja nicht schlimm. Ja, es sind am Ende tatsächlich jetzt 3 Gläser auf dem Vielleicht-Stapel. Muss mal gucken, was ich an Gläsern habe. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Goodie-Box. Oder in die Goodie-Bag, was man da so findet. Oh, Datteln! Oh mein Gott! Ach, das ist ja hier ganz voller Süßkram. Krokantriegel Haselnuss bin ich nicht ganz so der Freund, weil ich kein Krokantmöger bin. Es ist eine Teebox drin, aber das finde ich schön. Da kann man mal gucken, was man an spannenden Tees vielleicht noch nicht kennt. Ich glaube, da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Beutel rausnehmen und auch den ein oder anderen Beutel reinnehmen. Und dann sind hier noch so kleine Melts drin. Coral Waters, Salted Caramel. Ach, das sind so Duftproben, die wahrscheinlich mal bei Bestellungen dabei waren. Und dann gibt es hier Spirulina und Zitrone von DM Bio. Das finde ich ja mal spannend zu probieren. Ich glaube, es landet auch mal auf vielleicht. Und sonst ja noch ein paar Mao-Ams, ein paar Bonbons. Aber ich glaube, bei den Datteln und bei der Spirulina-Zitrone werde ich schwach. Muss mal gucken, wie ich das in der Goodiebox ein bisschen auffülle. Und ja, ich gehe jetzt mal auf die Suche und zeige euch gleich mal, was dann final hier bleibt und was ich dafür reintue. Ich werde jetzt mal zu meiner Ausmistbox gehen, in der Hoffnung, dass ich 3 Gläser oder ein bisschen mehr habe, wenn es, wie gerade hier, wirklich ein großes Glas ist. Vielleicht tatsächlich, dass ich dann 2 Gläser reingebe. Muss ich mal gucken, aber Mighty Dragon, oh mein Gott, ich finde ihn so toll. Wie kann man den nicht mögen? Liebste Anka, wie kann man den nicht mögen? Aber er ist schon sehr speziell, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde ihn wirklich toll. Ja, aber ich gucke jetzt mal, was ich zum Wegtauschen habe. Und das zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Clip. So, einige Minuten später habe ich mich in meinen Sammlungen umgeguckt, in meiner Ausmisttüte umgeguckt. Und ich entschließe mich, ein Glas zu behalten, denn den Raspberry Sundae habe ich tatsächlich als kleines Glas selbst da. Und auch an dem Trick and Treats habe ich nochmal geschnuppert und ich glaube, dass er mir doch einfach zu kürbismäßig ist. Den Mighty Dragon werde ich aber behalten, weil das ist wirklich einer meiner Lieblingsdüfte. Ich muss das, glaube ich, hier noch ein bisschen sortieren. Da ich kein großes Glas habe zum Aussortieren, werde ich eine Kombination aus einem mittleren und einem kleinen Glas, das müsste grammzahltechnisch sich eingehen, und zwar von Dewey Home, den Lava, den habe ich letztens erst in, ich weiß gar nicht mehr, in Berlin oder in Leipzig gekauft, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und das ist ein wunderbarer Sommerduft, der aber warm einfach zu frisch wird. Und ich habe den einmal unter dem Warmer gedüftelt, mir ist da noch nicht passiert, warm hat er mir leider nicht gefallen. Ähnlich ist es mit dem Coral Peony und ich habe es vorhin schon gesagt, ich tue mir schwer mit Rosendüften. Den mochte ich eigentlich ganz gerne, zumindest kalt, aber warm ist der wahnsinnig rosig geworden und dann war es einfach nicht mehr meins. Habe ich auch nur einmal kurz unter dem Warmer gehabt und ich denke, dass ja, zwei, ein mittleres, ein kleines Glas, ganz guter Tausch ist für das große Glas und freue mich sehr, dass ich den Mighty Dragon ja, behalten darf. Dann hatte ich, ich glaube, 3 in der engeren Wahl für die ganzen Boxen sozusagen. Ich habe aber leider nur 2, die komplett vollständig sind. Deswegen werde ich behalten Sunday Mornings und den Country Morning. Ich habe es hier mit dem Morgen und tausche das gegen, hier einmal Guave Cucumba. Ja, es war zu viel Gurke. Und habe hier den neuen, ich glaube, es ist der Winter Edition von Yankee Candle. Das ist der Water Night Stars.
Ich mochte den überhaupt nicht. Ich habe den auch nur aufgemacht, um einmal zu düften. Ich werde ihn jetzt noch gut verpacken. Und dann ja, sind das zwei Tarts sozusagen gegeneinander. Dann war ja ein bisschen was in den angebrochenen Glam Shells. Da muss ich jetzt tatsächlich mal gucken. Da hatte ich 1, 2, 3, 4. Und ich glaube, genau, das machen wir genau so. Ich nehme raus den Sandalwood Amber. Also nehme mir davon sozusagen was raus. Mango Vanilla Smoothie und auch den Coconut Kiss, den finde ich richtig toll. Und den Autumn Comfort und packe dafür rein. Ich habe jetzt die komplette Packung von diesen Wachscrumbs. Ich habe da nichts entnommen. Und zwar ist das von Village Candle, der Enlighten, der mir leider gar nicht gedüftelt habe, ich den auch gar nicht warm gemacht habe. Dann habe ich noch einige Reste von Wohlfühlmomente Sunkissed Skin. Der riecht also wirklich wie eine wunderbarste Sonnencreme, war ein Riesenstück. Ich habe da einfach so ein paar Stückchen abgebrochen. Ich werde den irgendwie nicht los und die Düfte werden ja, also im Aufbrauch sozusagen, weil der so langwierig ist. Ich finde sowieso die Düfte von Wohlfühlmomente richtig toll. Ja, relativ neu bei mir eingezogen ist der Autumn Flanell. Ach, den fand ich kalt, wie ich geschnuppert habe. Richtig toll. Und warm hat der so penetrant nach irgendetwas gerochen. Ich bin mir nicht sicher nach was. Der musste auf jeden Fall weg. Und dann habe ich noch von Chestnut Hill Blue Agave. Da habe ich eins aufgebraucht, eins weggemacht. Ach, ich fand den, boah, nee, gar nicht mein Duft. Also kalt noch erträglich und ich versuche ja auch immer, die dann einmal warm zu düfteln. Aber es gibt so Düfte, da merkt man eben, ach, das wird einfach nichts mit einem. Und dann sind hier noch die kleinen Melts. Da hatte ich, glaube ich, 4. Ja, und ich habe auch 4 im Gegenzug. Ich werde behalten den Strawberry Jam, weil ich den einfach toll finde. Den Cold Caramel Latte, den Toasted Marshmallow und auch den Orange Berry Slush. Und dafür reinkommt, ich muss das nur noch ein bisschen umpacken, der White Pumpkin von Chestnut Hill. Ich habe es tatsächlich zweimal probiert. Aber ja, ich werde es umpacken, dass es dann auch von der Größe passt. Aber es sind dann im Grunde noch 2 Melts übrig. 3 Melts habe ich noch von Coffee Shop, der nach allem anderen roch. Er roch eigentlich nur nach Rösterei, nicht nach Kaffee. Dann auch noch einiges habe ich von Jack Frost. Das sind ja die Busy Bee. Ja, das sind auch noch, ich glaube, 6 von 8 oder von 10. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall noch da. Also auch noch eine gute Menge, um sich da was rauszunehmen. Und ich habe von Good Freak irgendwas mit Birne. Ich muss mal reingucken. Ich habe das nämlich einfach nur ausgeschnitten gehabt und reingepackt. Und zwar der Juicy Pear. Und zwar habe ich den von einer lieben Freundin bekommen. Da waren, glaube ich, nur noch 3 Melts drin. Und mir hat aber der eine Melt nicht gerochen, obwohl ich eigentlich Birne mag. Ja, das sind so dann die Kandidaten zum Tauschen. Und ja, die Goodiebox werde ich dann auch noch aufstocken und Tee tauschen. Aber ich glaube, das ist für euch jetzt nicht ganz so spannend. Aber, also es war richtig toll, was hier mit drin ist, welche Düfte man neu für sich auch entdecken kann. Durchaus eben auch Düfte, wo man sagt, das ist nichts für einen. Ich finde, das ist immer genauso wertvoll wie Düfte, die man mag. Weil so kommt man eben gar nicht in die Verlegenheit, um da irgendwas zu probieren, um irgendwas zu bestellen, wo man sagt, es klingt vielleicht gut, aber man weiß jetzt, dass das nicht gut ist. Ich werde die Liste von Anka auch wieder einscannen. Das mache ich nämlich tatsächlich, habe ich bei dem letzten Mal auch gemacht, weil ich ja jetzt dann weiß, welche ich behalte. Dann machen wir ein Kreuzchen dahinter und dass ich dann eben weiß, die brauche ich nicht ausprobieren, wenn die mir mal irgendwie über den Weg laufen. Aber ja, ich freue mich tatsächlich besonders über Mighty Dragon. Also, dass der hier drin ist, ist für mich ein großes Kino und ich freue mich da wirklich drauf. Also, weil jetzt kann ich das kleine Glas öfter mal wieder anbrennen, weil ich habe jetzt ja ein großes Glas. Ach, wie schön. Freue ich mich tierisch und auch über die anderen Düfte, die jetzt auszuprobieren, bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit dem düfteligen Video. Wenn ihr Lust habt, mal Teil so einer Staffel zu sein, so einer Duftrunde, dann meldet euch gerne bei Anka oder schreibt es auch in die Kommentare. Ich gebe es natürlich auch super gerne an die liebe Anka weiter. Und ja, ich werde jetzt düfteln und auf Instagram zum Beispiel werdet ihr des Öfteren auf jeden Fall auch mal Düfte sehen. Vielleicht auch mal in der einen oder anderen Bücherwoche, wenn euch das interessiert. Oder wenn ihr auch gerade irgendwie einen Duft habt, wo ihr sagt, Mensch, Steffi, düftel den mal warm und sag uns, wie der duftet. Schreibt das gerne in die Kommentare, was euch besonders interessiert. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Danke der lieben Anka dafür, dass sie das organisiert und auch wieder auf Reisen geschickt hat. Bei mir wird das Paket sich dann auch gleichzeitig bald wieder irgendwie auf Reisen begeben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.